Zusammenfassend kann man ja dann wirklich sagen, digitale Führung muss ein Fokusthema für Unternehmen sein, weil es eben einen positiven Effekt auf die Arbeitszufriedenheit hat. Das ist zumindest das, was uns die Studie zeigt. Genau, also es ist nicht nur ein Trend, es ist ein Megathema, was das ganze Unternehmen, die Märkte und eben auch die Führung im Unternehmen verändert. Deswegen muss es ein Fokusthema aus unserer Sicht sein und das bestätigt auch die Studie. Genau, tatsächlich, also der erfolgreiche Führungsstil, also ein erfolgreicher Führungsstil ist der öffnende Führungsstil mithilfe von Technologie. Das hatten wir gezeigt. Ja, und natürlich sollte die HR oder die Führungskräfteentwicklung sollte digitale Kompetenzen mit einbeziehen. Also das Digital Mindset, was die Führungskräfte mitbringen, das soll eben auch gefördert und entwickelt werden, sodass auch tatsächlich eine Umsetzung passiert. Und ganz wichtig, eingebettet in ein Führungskräftefeedback, was eine Lernkultur auch fördert.